Hi Leute und willkommen zurück in Hyrule mit Link. Kurz vor dem letzten Kampf gegen Ganondorf in Wind Waker HD. Wir sind hier in Ganondorfs Turm. Wir müssen 4 Endbosse nochmal erledigen quasi, wie in der Erinnerung. 2 davon haben wir bereits im letzten Part erledigt. 2 Stück folgen jetzt noch. Und dann geht's Richtung Ganondorf und dem letzten Showdown. Aber vorher, wie gesagt, okay, was ist hier Trumpf? Erstmal... Bitte wieder Items, Items, Items. Was könnten wir hier? Das Moment. Das Blatt brauchen wir hier mit Sicherheit auch. Und die Stiefel. So. Items haben wir doch eigentlich. Das passt. Okay, und diesen nervigen Magier, wenn man den irgendwo schon ausschalten könnte, wäre das echt praktisch. Aber der Knabe scheint, keine Motivation zu haben, mal wirklich aufzutauchen. Okay, wie kommen wir wohin? Und wo müssen wir überhaupt hin? Und überhaupt, und hast du nicht gesehen? Oh, 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 oh. Zumindest können wir den Burschen hier mal in die Hölle schicken, genau. Eine Sorge weniger. Nee, du solltest schon... Ach, Link. Du sollst hier auf den Schalter drauf, beziehungsweise auf die Sprungfeder. Allerdings... frage ich mich schon, upala, das war zu früh, wie wir da durchkommen sollen mit diesen... Okay, da müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen, weil hier geht's doch definitiv, ja, ins Nichts, in den Abgrund. Haben wir irgendwo einen Schalter oder sowas übersehen? Ein wenig überfragt, was die jetzt hier von uns... Oder man kommt hier auf den Turm. Ich habe da zwar, meine ich, gerade eben nichts Spezielles gesehen, aber... Nee, aber so hoch kommt man auch nicht, dass man da jetzt raufkäme. Hä. Ich muss zugeben, ich bin gerade überfragt, wie wir hier durchkommen. Hm. Ich versuche jetzt erstmal das offensichtlich Falsche, obwohl das eigentlich total bescheuert ist, und bringe mich um. So, ich meine, das ist ja genau das, was sie verhindern wollen mit diesem Weg nach unten, aber vielleicht kann ich... Oh, doch, tatsächlich. Das war nämlich das Einzige, was mir jetzt in Sinn kam, dass ich außenrum herumfliege, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht damit gerechnet, wie ihr an meiner Ankündigung sicherlich gehört habt, dass das funktioniert. Ich habe gedacht, das blockt jetzt die ganze Seite. Und das sieht nur so aus, als dass man da vielleicht an einer Seite vorbeikommt. Andererseits... Oh, doch, doch, doch. Ich wollte gerade sagen, es nutzt uns gar nichts, weil wir weiter oben hätten landen müssen. Aber stimmt nicht. Da. Sehr schön. Na, dann war das doch im Endeffekt bislang der leichteste Vorraum, würde ich mal behaupten. Okay. Und Boss-Time zum dritten Mal. Und auch hier wieder, man hat nur die Items zur Verfügung, die man... zum Zeitpunkt des Bosses hatte. Oh, okay. Dieser liegt nicht allzu lange zurück. Da haben wir alles eigentlich. Okay, was brauchen wir? Auf jeden Fall den Enterhaken. Das ist eigentlich das Einzige, was wirklich hundertprozentig wichtig ist. Der Rest ist optional. Wir erinnern uns, der fiese Sandwurm ist ja noch nicht so lange her, den wir mit dem Enterhaken dann ranziehen, beziehungsweise diesen komischen, ja, was auch immer das... Ey! Das war ja frech. Aber nicht sehr lange seine Zunge, Auge, was auch immer das da sein soll für ein Organ, uns angeboten. Komm schon. Genau, und jetzt frisst du erstmal was. Genau, jetzt schickt er wieder seine kleinen Würmchen. Die sind allerdings kein Problem. Kann man sich auch einfach mit dem Hupala, das war so nicht gedacht, mit dem Enterhaken ran... Oh, 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 weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Mit dem Enterhaken ranziehen. Das Schöne an den kleinen Viechern ist, die spucken einem auch immer ein Herz aus. Was ich jetzt vielleicht auch mal in Anspruch nehmen sollte, wo ich mich hier die ganze Zeit von dem Kerl treffen lasse. Und der zieht er mir doch relativ viel ab, wenn er einen auffrisst. Boah, und ich muss das Item wechseln. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Ich hatte es wohl gerade viel auf X. So. Komm, gönn mir ein Herz, bitte. Jawohl. Und wo ist der letzte? Genau. Insofern sind diese kleinen Gegner sogar eher praktisch. Also gerade jetzt hier, wo ich nicht weiß, wie viel Herzen wir im Folgenden noch kriegen werden. Und wir wollen schließlich uns noch mit Ganondorf anlegen. Da möchte ich natürlich möglichst mit voller Energie aus diesen Vorbosskämpfen hier rausgehen. Insofern, komm mal bitte her und liefer mir noch ein Herz. Genau.
So, aber erstmal wollte gerade sagen, aua. Erstmal kommt wieder der fiese Knabe hier irgendwo an. Und regnet gleich. Autsch. Oh, shit. Mensch, der macht aber ganz schön Schaden. Ich habe den als leichter in Erinnerung. Da haben wir uns irgendwie weniger schwer getan, als wir ihn das erste Mal probiert haben. Oh, ich habe ihn noch gar nicht. Komm, her. Na los. Es ist nervig, dass die so rumzappeln. Weil nur wenn man den Schädel trifft, trifft man auch wirklich. Alles andere, da ist er irgendwie unempfindlich. So, komm her. Genau. Oh, oh, oh. Und weg hier. So, mein Freund. Und allmählich müsstest du doch eigentlich auch mal den Geist aufgeben. Ne, immer noch nicht. Die anderen Bosse haben ja weniger vertragen als in den Originalkämpfen. Jedenfalls hatte ich da so den Eindruck. Oder natürlich, das kann natürlich auch sein, dass das Masterschwert jetzt einfach mehr Schaden macht, wo es mittlerweile so aufgepimpt ist. Okay, jetzt muss ich in Bewegung bleiben. Er schmiert gleich wieder irgendwo hier ab, genau, und beißt ordentlich zu. So, komm her. Ich will noch ein paar Herzen dazu. Wieso kriege ich keins? Naja, egal. Schnappen wir uns den Bossgegner. Ich gehe auch mal davon aus, dass er jetzt genau mit diesem Streich dann auch den Geist aufgibt. Okay, und damit fehlt nur noch einer. Dann kann es weitergehen Richtung Ganondorf. Und wir merken jetzt schon, ich muss mich allmählich hier an den... Ach was, und hier gibt es noch nicht mal Herzen, oder wie? Naja, teils, teils bedienen. Der hat mir, glaube ich... Habe ich überhaupt groß Energie verloren, als ich das erste Mal bei dem war? Nee, oder? Also irgendwie hat er sich jetzt mehr gewehrt. Oder ich habe mich blöder angestellt, ich weiß es nicht. Naja. Okay. Letzter der vier Vorbosse. Auf geht's. Beziehungsweise erstmal gucken, was hier überhaupt der Vorraum sagt dieses Mal. Okay. What now? Herzen, finde ich schon mal gut. Und hier wird es jetzt erstmal einen kleinen Spießrutenlauf geben. Ach, wieder richtig, die ganzen Items wieder alle weg. Ein bisschen lästig. So, oder wobei, nehmen wir den hier. So, ich hoffe, hier sind jetzt nicht überall Mumien drin. Die sind zwar im Prinzip kein Problem, aber ein bisschen lästig sind sie schon. Wenn sie einen immer so erschrecken. Ich lasse jetzt hier einfach erstmal alles umfallen und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt. Okay, eine Aura, eine Fee. Brauchen wir eigentlich nicht, nimm das. Aber, naja, komm her. Ich bleibe immer noch bei Omis Suppe, das ist mir lieber. So, können wir dem vielleicht... Oh, nein, ich wollte gerade sagen, dann müssen wir abhauen, weil sonst kommt der bereits an uns ran während dieser Schockphase. Und dann geht das nicht gut für uns aus. Okay, besonders viel haben wir nicht verloren, aber... Bei Ocarina of Time, da war ich ja noch viel, viel jünger, da habe ich mich da immer tierisch erschreckt. Okay. Aber so ganz problematisch war das ja jetzt. Okay, vielleicht kommt hier noch was. Aber bislang noch nicht. Wir sehen hier ein... Ah, Moment. Genau. Ich habe es mir schon glatt gedacht. Und das wird mit Sicherheit weggehen, wenn wir hier runtergehen. Das heißt, wir brauchen irgendwas zum Beschweren. Und da hier ein Lichtstrahl ist, vermute ich mal, dass wir hier wieder diese kleinen Schleimviecher haben. Die konnte man ja zu Stein erstarren lassen. Jawohl, und Geister. Ja. Ich hab's mir doch glatt gedacht. Allerdings machen wir erstmal den Geistplatz. Den brauchen wir ja auf jeden Fall im Moment erstmal nicht. So, komm her. Ach, nicht den. Den Geist, genau. Ich will auf jeden Fall erstmal hier den Weg freilegen, damit wir uns nachher hier nicht mit den runterstürzenden Dingern hier aufhalten müssen. Okay, und so nennen jetzt bitte alle mitkommen. Alle mitkommen. Ich hab was Schönes für euch. Jetzt müssen wir fürchtlich ein bisschen warten, weil der Lichtstrahl geht nicht weit genug. Da haben wir nicht allzu viel Spielraum. So. Ein paar von denen könnten wir eigentlich auch erstmal erledigen. Und der dämliche Geist könnte für meinen Geschmack auch ruhig mal mitkommen. Hey, komm, Jung. Weil den würde ich gerne fertig machen. Du gehst mir nämlich dann gleich auf den Sack. Wenn wir runterlaufen. Ja, der will aber irgendwie nicht, ne? Hat der kein Interesse dran. Na gut, dann halt nicht.
Oder erwischen wir den vielleicht von hier hinten? Ja, ein bisschen, ne? Okay, aber auch nicht so richtig. Ach, egal, scheiß drauf. Wir schaffen das auch ohne den blöden Geist. Also dann schnappen wir uns eins von diesen nun versteinerten Schleimviechern und hoffen, dass der auch lange genug verschleimt bleibt. Das ist nämlich der Grund, warum ich hier alles schon freigeräumt haben will. Weil wenn der wieder weich wird, dann... Na gut, ist aber kein Problem. Oh ne, wir brauchen noch einen. Na gut, da hinten ist aber auch nochmal Licht. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir uns da noch einen hätten mitnehmen müssen. Oha, wenn man sich hier durchrollt, okay, klappt's auch. Naja, okay, fast. Fast bis zum Ende. Na gut. So, Freunde. Und hier ist jetzt wahrscheinlich am günstigsten, wenn wir einen ganz hinten nehmen, ne? Das heißt, die hier vorne mache ich mal platt. So. Wir können eigentlich auch noch mehr von denen platt hauen. Zumindest noch einen. Ich meine, zumindest einen zur Sicherheit in der Hinterhand zu haben, ist auch nicht falsch. Aber je weniger da so... Ja, jetzt. Je weniger da rumstehen, desto weniger können uns gleich auch hier auf den Sack gehen. So, und jetzt Beeilung. Schnell, 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 schnell. Genau. Ja, 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 ich weiß, was da passiert. Beeilung, falsche Richtung. Weil diesmal ist es dann doch ein Ticken länger, habe ich das Gefühl. Ne. Wie fies. Wieso bist du denn eben noch nicht gekommen, du? Gibt's doch gar nicht. Na gut, okay. Dann geben wir dem halt erstmal seine gerechte Strafe. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht jedes Mal. Oh, wir haben den gerade ganz hinten erwischt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Viel näher dran am Schalter geht ja quasi nicht. So, dann auf ein neues. So, und ich hoffe, das ist jetzt kein Running Gag. Nee, scheint nicht so. Okay, sehr gut. Das wäre es ja noch, wenn jetzt jedes Mal so ein Spinner hier ankäme. Okay, so viel zum Vorraum. Auf zum Bossgegner. Beziehungsweise zum vierten und letzten Vorbossgegner. Der eigentliche Boss ist natürlich Ganon selbst und niemand anders. Ach genau, richtig. Der dicke Geist. Da brauchen wir eigentlich... Was brauchen wir da eigentlich? Eigentlich überhaupt kein Item, ne? Wir leuchten ihn an. Halt unseren Spiegelschild natürlich, aber ansonsten anleuchten, gegenschmeißen und dann die Kleinen erledigen. Genau. So, komm schon, so viele wie möglich. Komm, den gib's ihnen. Mensch, das war aber wenig Zeit. Ich glaube, das kommt dann wirklich nicht auf die Zeit an, sondern darauf, wie viele man erledigt hat. Oder eine Kombination aus beidem, dass sie es einem nicht zu einfach machen wollen. Hättest du die Güte, das zu lassen, lieber Geist? Na nun, strahle ich dich nicht voll an, doch. So, dann haben wir bald das Vorgeplänkel hinter uns. Und es geht an Ganon. Ich bin ganz schön gespannt und fühle mich ein wenig auf die Folter gespannt hier. Schließlich kennen wir die Bossgegner alle schon. Aber gut, Ganondorf will uns nochmal... meint uns schwächen zu können, wenn wir gegen seine lächerlichen Monster normal antreten. Aber das wird ihm natürlich kein Stückchen helfen. So, okay. Ein bis zweimal werden wir noch müssen. Jedenfalls, wenn wir hier alle erledigen müssen von den kleinen Viechern. Lass den Quatsch. Fieser Geist. So, nimm das. So, mein Freund. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn ja jetzt schon. Es sind zwar noch einige von den kleinen Viechern, aber... Na komm, noch mehr. Wobei, die sind so verstreut jetzt. Nee, nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich wohl nicht. Dich hier auf jeden Fall noch. Ja, ja, genau, ich habe es befürchtet. Wenn die alle näher beieinander gewesen wären, ist auch ein bisschen lästig, wenn man denn jetzt für einen das ganze Prozedere nochmal durchlaufen muss. Aber gut. Immer Geist, das hast du schon dreimal probiert. Das wirkt... Oh. Wirkt nicht. Und genau jetzt wirkt es noch. Boah. Kommt er mir aber gefährlich nahe. So, komm her, Specky. Jetzt ist es endgültig aus mit dir. Zeig dich. So. Na, dann komm her. Genau. So, Leute, Ganondorf. Ich bin gespannt und ich bin heiß drauf. Hör auf, dich hinter deinen kleinen Monstern hier zu verstecken. Zeig dich.
Ich will einen schönen Schlussfight. Und ich denke, ihr auch. Okay. Na dann, Freunde. Noch schnell ein Herz einsammeln, genau. Und auf geht's. Oh, und der hat schon wieder die gesamten... Das darf man echt nicht vergessen. Jetzt steht man da gleich komplett ohne Items da. Sich die wieder auszurüsten. So, Ganon. Naja, schick mir ruhig deine kleinen Möchtegerns hier entgegen. Und das sind ja wirklich die billigere Gegner, also die gibt's da quasi nicht. Und damit versucht Ganondorf uns aufzuhalten. Ernsthaft. Ein lächerlicher Versuch. So. Wobei, die lasse ich besser mal noch leben, wer weiß. Okay, was ist das hier wieder für ein Raum? Na gut, zwei Seitenräume gucken wir sie uns an. Aha. Geht's hier um die Reihenfolge oder was? Ich glaube ja. Okay, ich hoffe, ich habe mir das jetzt gemerkt. Erst die da, dann ganz links außen. Link, präge dir genau ein, was du in diesem Raum hier siehst. Die Muster an den Wänden sind der Schlüssel zu dem Rätsel, das dich erwartet. Also gib Acht, dass dir nichts entgeht. Okay, ja, ja, ich glaube, ich hab's aber. Was sind das für Symbole an der Wand? Wenn man das mal vernünftig erkennen könnte, ne? Dieses Viech als zweites, dann als drittes da ganz rechts, der Geist, und als viertes diese Knospe. Okay, versuchen wir's. Ne? Als erstes... Okay. Wenn die Symbole ein bisschen klarer wären, könnte man sich die irgendwie leichter merken. So, ah, okay, ich verstehe. Und wir müssen die jetzt in der Reihenfolge dann wahrscheinlich mit dem Boomerang aktivieren. Ach, ist ja nett. Und der zeigt uns hier jetzt sogar nochmal die Reihenfolge. Na gut, okay. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Nummer 3 und Nummer 4. Ab dafür. Ach, nee. Falscher Knopf. Na gut, okay. 1, 2. Na komm schon, genau. 3 und jetzt Abarsch. So, stimmt's. Muss ja eigentlich. Jawohl, sieht gut aus. Was will denn der... Wie der Link kreischt. Was will denn der Leuenkönig hier? Ganon ist also von hier aus wieder auf die Oberwelt gelangt. Link, machen wir uns doch denselben Weg, den Ganon beschritten hat, zunutze, um auf die Oberwelt zu gelangen. Solltest du also noch etwas aus der Welt oberhalb des Meeres benötigen, gehe an Bord des Bootes und steuere auf den dunklen Wirbel zu. Nee, eigentlich nicht, ne? Mir geht's gut. Ich meine, natürlich gibt es noch viele Sachen, die man erledigen könnte. Aber da habe ich ja schon erklärt, warum ich das nicht mehr tun werde. Ja, aber was mache ich denn dann? Hat sich jetzt hier irgendwie was verändert? Nö. Weil ich will jetzt eigentlich nicht nochmal zurück. Die Schwerter, die meine Knechte in den Tiefen der Dunkelheit schwingen, weisen den Weg zu mir. In den Tiefen der Dunkelheit... Okay, ist zwar wahrscheinlich eine wahnsinnig blöde Idee, aber Geronimo! Ja, okay, natürlich war das Bull... Es war kein Bullshit? Okay, was anderes wäre mir jetzt auch nicht eingefallen, aber das ist das erste Mal, dass die allen Ernstes von einem wollen, dass man in den Abgrund springt. Ach geil! Und das Energietennis? Das gab es auch schon bei Ocarina of Time im Endbosskampf. Nimm das! Das heißt, da habe ich Übung. Da wirst du mich nicht knechten, Gen. Manu, wieso haut der denn so schnell ab? Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Ganz viele Türen und das Schwert, so komisch, wie das da gerade stand. Ich dachte jetzt erst, wir müssen dem damit eine geben. Aber das fällt um und scheint auf eine Tür zu zeigen. Und dann muss man sich... Ja, 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 genau. Ihr habt den Sound gerade gehört. Das war also richtig. Okay, okay. Na komm, dann zeig dich. Das heißt, wir müssen hier Raum für Raum gegen ihn
gegen ihn durchhalten und dadurch dann den nächsten Raum freischalten, beziehungsweise erfahren, welcher es ist. Wir sollten uns allerdings nicht zu oft erwischen lassen. Er scheint ganz schön Schaden anzurichten. Okay. Naja, und hiervon wollte ich gerade sagen, von denen ist dann auch immer nur einer der Richtige. Okay, mit dem Tennis komme ich... Ach du großer Gott, was kommt denn jetzt für ein Scheiß? Okay, ich glaube, die kann ich nicht zurückschicken. Da sollte ich wohl besser ausweichen. Komm schon, lass den unfairen Kappes und gib mir einen Energiestrahl, den ich auch zurückjagen kann. Genau, genau. Nimm das! Ein schönes Tennismatch mit der Rückhand und Vorhand. Und jetzt nimm! Ach, gerade sagen, friss! Wird Zeit. Wäre interessant zu wissen, wie viele Räume es davon jetzt hier gibt. Immer ein paar mit Sicherheit. Der verträgt ja immer nur einen Schlag. Okay. Vielleicht sollte ich jetzt mal... Ja, genau jetzt kommt er natürlich nicht wieder im Kreis, ne? Wenn ich hier meine Wirbelattacke aufladen will. Das war mal grottiges Timing. Jetzt! Na los! Nimm das! Boah, gleich kriege ich es nicht mehr... Nein! Das gibt's doch gar nicht. Okay, der macht immer länger mit. Also das gerade, ich habe irgendwann schon geschlagen, bevor er das Ding losgeschickt hat. Weil man kaum Reaktionszeit hat. Das Ding wird ja immer schneller beim Hin- und Herfliegen. Ach komm schon, hör mit deinen Geschossen auf. Jedenfalls mit denen, die ich nicht zurückschicken kann. Den Energiegeschossen darfst du natürlich gerne weitermachen. So, komm schon. Jawohl. Und zurück damit. Vielleicht sollte ich ein bisschen Distanz zu ihm halten. So, dass es mehr... Ach komm schon, ich hab doch geschlagen. Dass es mehr Distanz zurücklegt. So, jetzt fange ich an, Mist zu machen. Wir brauchen die Energie. Na komm schon, weiter. Na gut, ich wurde zwar nicht getroffen. Ich bin ein Stück zurückgegangen, weil mir das zu nah war. Weil so schnell wieder gleich wird. Jetzt hat man kaum noch Zeit, da irgendwie drauf zu reagieren. Aha, okay. So, wo lang? Da lang. Gut. Finde ich aber ein nettes System. Auch wenn ich allmählich gerne vorwärts kommen würde. Also irgendwie über diese Stage hinaus. Na gut, Freund. Dann los. Schick mir deine... Ach, verdammt. Energieblitze. So, jetzt aber. Komm schon. Er wird vermutlich noch mal ein bisschen länger durchhalten als gerade eben. Jawohl. Also mit genug Distanz geht's. Weil die halt, wie gesagt, immer schneller fliegen, diese Energieblitze. Und dann wird's irgendwann problematisch. So. Allmählich würde ich gerne zur nächsten Stage kommen. Prinzip verstanden. Und zu viel Wiederholung finde ich dann auch nicht gut. Und vor allen Dingen, ich hätte gerne mal wieder ein paar Herzen. Weil das ist ja wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise der reale Kampf gegen den Knaben. Und wir haben schon fast die Hälfte unserer... Aha, aha, hab ich dich! Die Hälfte unserer Herzen vermaselt. Und es scheint ja auch nicht so, als würden die uns hier großzügig zurückgegeben. Okay, das sieht nach, wollte gerade sagen, genau nach dem Endraum von der Stage aus. Okay. Auf ein neues, komm her. Schönes Energietennis. Nicht mit mir, Freundchen. Hoffentlich jedenfalls. Ich wollte gerade sagen, allmählich wird's schnell. So, friss das. Ja, und das ist ja gerade sagen, das ist jetzt ja wohl nicht mehr groß die Frage, wo wir durch müssen. Aha, eine Kiste. Ich würde auch in Anbetracht der Zeit, tut mir leid, aber hier nach dem Raum einen kleinen Cut einfügen. Aber erstmal... Gucken wir mal, was gibt's denn hier Schönes? Nochmal ein schönes Abschluss-Item, irgendwas um Ganondorf. Du hast die Lichtpfeile gefunden. Du kannst durch Drücken von ZR zu ihnen umschalten. Die Kraft des heiligen Lichts ist nun mit dir. Na, das klingt doch nach einer geeigneten Waffe, um dem Knaben zu Leibe zu rücken. Wechseln wir doch gleich mal auf den... Wie sieht der denn aus? Sexy. Okay. Schicker Pfeil. Okay, Leute, mit diesem neuen Item
verabschiede ich mich für diesen Part von euch. Seid dabei, steht mir bei. Im nächsten Part, es geht weiter, Leute. Der Showdown gegen Ganondorf und das Finale von Wind Waker HD. Bis dahin, euer Godrick. Ciao.